Bitte. Ja, wir freuen uns ganz besonders, Professor Dr. Heinrich Geißler hier bei uns begrüßen zu können beim Gesundheitsgipfel. Und wir freuen uns auch ganz besonders, dass er uns einen besonderen Highlight hier präsentiert hat. Und zwar einen Tarifvertrag von VAH in Hamburg. Ja, Herr Geißler, können Sie ganz kurz zusammenfassen, welche Schwerpunkte in diesem Tarifvertrag geregelt sind? Und was eben auch das Besondere in diesem Tarifvertrag ist, was wirklich einzigartig bisher in der Bundesrepublik ist. Das muss man sagen, es ist wirklich ein Gipfelerlebnis, was hier präsentiert wird. Ja, meiner Ansicht nach sind die Besonderheiten drei Dinge. Die erste Besonderheit ist, dass ein gesundheits- und arbeitswissenschaftliches Konzept hinter diesem Tarifvertrag steckt und in diesem Tarifvertrag verankert ist, das sogenannte Haus der Arbeitsfähigkeit von Ilmerinnen, das davon ausgeht, wenn es passt mit der individuellen Gesundheit und Leistungsfähigkeit, wenn es passt mit der Qualifikation, wenn es passt mit der Arbeitseinstellung und Motivation und wenn die Führungskräfte und die Arbeitsbedingungen dazu passen, dann gibt es hohe Arbeitsfähigkeit. Erster Punkt. Zweiter Punkt, je älter wir werden, desto größer ist die Gefahr, dass wir körperlich die Arbeit nicht mehr bewältigen können. Psychisch, geistig und sozial werden wir besser, aber körperlich werden wir schlechter. Deswegen ist der Grundgedanke dieses Tarifvertrags körperliche Entlastung. Dafür sind Entlastungstage geplant, einerseits für Menschen aller Altersgruppen, die das brauchen aus Krankheitsgründen oder aus Rehabilitationsgründen, aber insbesondere auch für die Älteren ab 55 4 Entlastungstage bis 64 Jahre 10 Entlastungstage und darüber hinaus die Möglichkeit, das Urlaubsgeld in Urlaub rückzuverwandeln. Das klingt ja so, als wenn die Arbeit den Menschen angepasst wird und nicht umgekehrt. Ja, und so ist es auch genau mit diesen Worten in diesem Tarifvertrag formuliert. Und dieses durchgängige Motto, den Menschen im Mittelpunkt zu haben und deswegen auch zum Beispiel unbefristete Einstellung, das von allen Mitarbeitern war sogar für einen Arbeitgeberverband eine zu große Hürde, weswegen er gewechselt wurde. Und das ist wirklich ganz toll und ziemlich sicher einzigartig in der Republik Israel. Ja, vielen Dank. Der Tarifvertrag gilt bis 2019 und hat eine dreimonatige Kündigungsfrist. Und wenn alle Beteiligten diesen Tarifvertrag leben, wird er auch verlängert werden. Ja, toll. Also, Sie können sehr gespannt sein, Sie können gerne bei uns nachgucken. Der Tarifvertrag ist eingestellt, kann nachgelesen werden und vor allen Dingen wünschen wir viel Mut für Nachahmer. Danke.